Hallo und herzlich zurück zu Cities in Motion und schauen wir mal, ob wir die Aufgabe beenden können. Was war noch gefragt? Genau, Modernisierung, paar neue Haltestellen, paar neue Fahrzeuge und habe ich letztes Mal nicht mehr sagen können. Das habe ich auch gemeint, teilweise soll man es nicht übertreiben mit Bauen, weil manche Aufgaben ergeben sich von selbst. Zum Beispiel hier neue Haltestellen und neue Fahrzeuge bauen, das wäre sowieso irgendwann gefragt. Also ja, braucht man nicht frühzeitig machen. Eins noch, genau, waren die 15.000 und die helfende Hand, drei neue Busse oder Passagiere. Und ich würde sagen, vielleicht schauen wir uns doch die Hotelaufgabe noch an. Hier das Hotel wäre anzuschließen. Ich muss gerade aufpassen, dass ich die Kamera richtig ausgerichtet habe. Passt. Das wäre anzuschließen. Und das wäre anzuschließen. Oh, wer ist denn da sauer? Linie 1. Da fahren doch wieder zwei. Jetzt gibt es ein paar Umsteiger vermutlich. Ja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich hoffe mal gut. Linie 2. Ja, da wird es auch einen Zubringer brauchen, alsbaldigst. Okay, für die Linie 2 braucht es noch eine Garnitur, auf jeden Fall. Und für die Linie 1, so wie es ausschaut, auch, oder wie sehe ich das? Ja, fast. Mal schauen, ob ich die da abbaue. Da kommt er mal rangesaust. Ja, schon ganz knapp. Und auf der Zweier müssen es echt lang schon warten. Ja, die Zweier braucht ein neues Fahrzeug. Nützt nichts, auch wenn es teuer ist. Hoffe, das lohnt sich. Und da unten ein Zubringer. Da sind sie auch alle beleidigt. Ja, jetzt gehört alles durch U-Bahnen und Straßenbahnen ersetzt. Ja, hier sowieso Linie 5. Also das wäre echt noch ein Projekt, wo ich fast machen würde. Aber es lohnt einfach nicht, weil die Mission ist echt gleich vorbei. Beziehungsweise könnte man sie super schnell beenden. Ich sage mal so, ich werde schauen, dass ich die Mission fertig mache. Mache ich hier noch eine kleine Zubringerlinie. Zu unserer U-Bahn-Station. So. Und zwar von hier, würde ich sagen. Oder was haben wir da? Nehme ich das noch mit. Mal schauen. Lagerhaus. 25 Arbeitsstätten. Das nehme ich noch mit. So, dann neue Linie. Und so Kurzstrecken, die löse ich eigentlich ganz gerne mit Bus. Das funktioniert auch ganz gut. Länger dann lieber mit U-Bahn. So, mal einen dazu und eröffnen. Hier die Modernisierung ein bisschen im Auge behalten. Was braucht er? 10 neue Haltestellen und 4 Fahrzeuge. Okay. So, da kommt die U-Bahn wieder hergesaust. Ja, das schaut ganz gut aus. Ja, ganz nett, was los da. Ja, eine gute Reputation hat man sich schnell versaut, wenn man eben die Passagiere nicht weiterbekommt. Da Linie 1, da eckt schon wieder an. Habe ich da noch? Ah, der habe ich verkauft, genau. Da wird ein bisschen investiert. Ja, die 5er. 4er. Ah, bei der 5er, naja, ist halt echt ein Verlustgeschäft, fast da so hin und her pendeln. Vielleicht nochmal aufsplitten die Linie. Soll ich mir das noch antun? Ich glaube, das muss ich fast. Außerdem wäre es eh Teil der Aufgabe. So.
Oh, wäre da ein guter Punkt zum Umsteigen. Vielleicht so. Probiere ich das mal, wird schon hinhauen. Linie 5. Budapester Straße fliegt raus. Und fährt jetzt einen nur mehr hierher. So. Eröffnen mit, sagen wir mal 3. Und eine neue Linie, die jetzt die verbindet. Kommt mal die 2, so. Mal schauen, ob das jetzt ein bisschen besser läuft. Wir werden sehen. Okay. So, da passt auch wieder. Jawohl. Schaut's aus auf der Linie 2. Da hoffe ich da noch ein bisschen auf den Zubringer. Ah, geht halbwegs. Da können wir noch einen hermachen. Einfach um auch die Aufgabe da noch zu erfüllen. So, Zubringer, der kommt von da, sag ich mal. Auch einen Bus. 4 Fahrzeuge beliebigen Typs. 10 Haltestellen. 4 Fahrzeuge beliebigen Typs. Was brauche ich jetzt noch? Haltestellen oder Fahrzeuge? Das habe ich mich beim ersten Mal spielen auch schon gefragt. So, dann mal die neue Prognose anschauen. Ja, Geld scheffeln ist was anderes. Jetzt habe ich ja wieder den Fehler gemacht, dass ich einfach viel Boost gebaut habe und das bringt einfach nicht viel Geld. Gehen wir da mal wieder auf Anschlag. Der für die auch zufriedenstellen. So. Mal schauen, ob das ein bisschen mehr wird. Ja, Busse eben, die halbe Strecke leer fahren, können einfach nicht viel Geld machen. Da haben wir eine Hoffnung, dass das da oben jetzt ein bisschen besser wird mit der Aufteilung. Schaut's denn aus. 12. 12. Oh, die habe ich vergessen. Eröffnen. Na super. U-Bahn-Futter, ja. Eine gewisse Anzahl von Zubringer, schätze ich mal. Ah ja, jetzt schaut schon wieder besser aus. Sehr gut. Okay. Aber was muss ich jetzt noch bauen? Haltestellen oder Busse? Da irgendwie, weiß nicht, soll ich da noch so einen Zubringer machen? Habe ich letztes Mal nicht gemacht, mache ich jetzt mal. Mal schauen, was es bringt. Ja, ist echt die Frage, auf was bezieht sich das? Wäre nett zum Wissen. So. Ich vergesse da und eröffnen. Kennt man von Rollercoaster? Mein Rollercoaster-Problem, Sachen eröffnen. So. Und die zwei Netze jetzt schließen, würde ich im Moment dringend davon abraten, weil da gibt es dann die totale Überlastung. Also gerade solche Sachen muss man extrem vorsichtig angehen. So, die Zweier. Auf der Zweier könnte man echt noch einen Bus bauen. Die läuft ja auch nicht so schlecht. So, Fahrzeuge. Eins dazu. So, jetzt ist auf 13. Wird da echt ein Bus vielleicht noch genügen? Habe ich schon genug Haltestellen gemacht? Könnte sein. Soll ich das probieren? Wo würdest du denn den brauchen? Auf der 12er.
endlich. So, mal schauen. Jawohl, erfüllt. Sehr gut. Ah, jetzt erstmal haben wir die helfende Hand erfüllt, genau, weil wir ja die drei Busse gekauft haben. Da wollen wir nachher sehen. Nun ja, also richtig gut wäre, wenn sie... Ach, wissen Sie was? Ich installiere doch gleich auch noch... Ich installiere das gleich auch noch für Sie. Ja, da hat uns jetzt irgendwas, ein Upgrade gebracht, hoffe ich mal, schätze ich mal. Die Modernisierung ist auch abgeschlossen und eigentlich fehlt jetzt nebst Hotel, was man auslassen könnte, nur noch eins noch und das ist eben jetzt 15.000 verdienen. Ah, schau da an, die 12er, da geht es jetzt richtig zur Sache. Da kaufe ich gleich noch einen dazu. Ja, die 15.000 verdienen, das kann man jetzt auf mehrere Methoden, also entweder schauen, dass man es ja hier so quasi auf ehrliche Art und Weise erwirtschaftet, das was ich hier jetzt gerade probiere, oder man nimmt jetzt einfach einen entsprechenden Kredit auf und das Spiel ist gelöst. Ja, ist die Frage, was will man sich antun? Ich sage mal, so wie es im Moment ausschaut. Ja gut, da ist jetzt natürlich der Bonus dabei. Jetzt warten wir mal auf Jahresende. Auf die neue Prognose. 900, ja, ist nicht gerade wenig. Das heißt, es wird sich jetzt in diesem einen Jahr vermutlich ausgehen. Ja, ich bin da echt hart am Anschlag, aber meine Güte, was soll's. Dafür auch die Gehälter wieder ein bisschen anpassen, dass die alle wieder einen Smiley haben. Ich meine, die ganzen Sachen wie eben Werbekampagne und so, das braucht im Moment, glaube ich, alles nicht, weil wir einfach von der Reputation her eh bei allen relativ beliebt sind. Und an Fahrgästen mangelt es ja wirklich nicht, sage ich mal. So, 12, noch eine Bus, schau an. Die hat es echt gebracht. Dafür die Vierer, da können wir uns dann jetzt bald einen sparen, schätze ich mal, oder? Ja, ist auch noch Fünfer. Dreier. Ja, wenn wir dann wieder mal ein bisschen checken, wer da am meisten Gewinn und Verlust macht. Und ich mache es einfach so, ich würde sagen, ich schaue, wie weit ich jetzt komme, bis zum Schluss von der Mission. Super. Natürlich genau falsch gesagt. Bis zum Schluss der Aufnahme. So. Und sollte ich es nicht ganz schaffen. Oh, schaut euch das an. Schaut euch das an. Die Linie 1. Boah. Okay. Dringend noch eine U-Bahn dazu. Das knappert sich ja auch gerade an der Reputation ganz ordentlich. Eher sogar fast zwei, wenn da jetzt schon 124. Ja, ich kaufe mal noch eine dazu. Ja, ich werde es einfach so lange spielen, bis die Zeit um ist und dann mir anschauen, ob ich es schaffe oder wie viel mir fehlt, um auf die 15.000 zu kommen. Die Hotellinie lasse ich jetzt, glaube ich, mal aus. Ich hoffe, die ist nicht Teil der Aufgabe. Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube nicht. Also ich glaube, wenn ich das erledige, dann ist es fertig. Ich hoffe es zumindest. Was soll ich das versehen? Vorsichtshalber, ja, ich mache es vorsichtshalber auch noch. Also, neue Linie. Einfach da zu dem Hotel, von der bestehenden Haltestelle herfahren, würde ich sagen. Mal einen Bus rein. Und das andere Hotel war da. Da ist die Frage, von wo fahre ich da hin? Ich glaube von da oben. Vom Bahnhof oder so. In der Hoffnung, dass das genügt. So, die ganzen Sachen öffnen nicht vergessen. Weil ich hätte eigentlich gemeint, es ist kein Teil der Hauptaufgabe, aber nicht, dass ich da noch einfahre. Das wäre noch was. So, 0 Passagiere befördert. So, das heißt, da jetzt 25 Passagiere und 15.000 verdienen. So, Linie 2. Ja, hier ist eine Umstiegshaltestelle. Ganz klassisch.
brauchen wir für die Linie 2 zum Schluss auch bald eine neue Garnitur, beziehungsweise bauen wir bei der Linie 1 ja gerade wieder Passagiere ab mit den 4 Wagen und könnten dann einen rübergeben auf die 2er. Sollten vielleicht dann einen rübergeben auf die 2er, besser gesagt. So, zum Hotel will man noch niemand. Ja, wir verdienen gutes Geld, würde ich sagen. Hoffe ich zumindest. Mal wieder einen Check machen, wenn das Monatsende gekommen ist. So. Ja, super. Jetzt geht's gut ab. Brauche ich gar nicht mal die Preise erhöhen. Kann ich so lassen. Passt. Und jetzt kann ich von der Linie 1, glaube ich, auch einen Wagen umsetzen. Auf die 2. Waren die beide mit 3 Wagen. Okay. Ja, sieht man schön, wie die Leute umsteigen, beziehungsweise sieht man schön, kann man sich ja anschauen, würde ich sagen. Haben wir das auch mal gemacht. Ist echt nett zum Zuschauen. Zum Teil mache ich viel zu wenig. Können wir mal schauen, wie hier der Betrieb ist. U-Bahn kommt rein. Mal schauen. Kann ich die zuschauen, wie die Leute ein- und aussteigen. Ja, ist schon nett gemacht. Also ich muss sagen, aktuell kostet es ja 20 Euro. Ich hoffe, ich darf da ein bisschen Werbung machen. Ich finde, das lohnt sich schon. Also allein, wenn man ein bisschen zuschauen will, ja, super nett gemacht. Ja. Wir verdienen gutes Geld. Die Hotellinie, da passiert zwar gar nichts. Will keiner zum Hotel fahren, so wie es ausschaut. Nur vom Hotel weg. Das sagt auch einiges aus. Ah, da sind sie mal 2 am Weg. Die Frage ist, ob die zum Hotel wollen. Immer noch auf 0. Ja, aber sonst läuft es jetzt gut. Also mit der U-Bahn verdient man richtig, richtig Geld. Um es einfach nochmal zu sagen. Busse, speziell in der Anfangszeit, kurze Linien, Zubringerlinien. Einfach um die ganze Mission zu erfüllen, das passt. Und dann im späteren Spielverlauf das meiste Geld machen mit den U-Bahnen. Oder auch mit guten Bus- oder Straßenbahnstrecken, aber nur wenn man Busse und Straßenbahn hat, die wirklich die entsprechenden Kapazitäten haben. Ja, schaut ja ganz gut aus. Reputation, ja, sag ich mal, könnte man jetzt auch noch dran arbeiten. Muss man einfach ein bisschen schauen gehen, wo passt denn nicht. Hier Linie 14, da steigen gerade viele Leute aus. Ja, die Zubringer, die bringen es wirklich im doppelten Sinn, weil es sind Zubringer und es sind natürlich auch, ja, ist das Gegenteil von Zubringer, Wegbringer, keine Ahnung. Leute fahren auch hierher, um dann mit dem Bus weiterzufahren. Also, und zahlen ja für den Bus dann auch mal extra. Also, oh, schau an, ganz vergessen, da kommt ja dann ein neuer Bus ein bisschen später, sprich jetzt, der zwar ein bisschen mehr braucht, aber auch etwas attraktiver ist und weniger störungsanfällig und eine höhere Kapazität hat. Also da kann man dann eigentlich fleißig anfangen austauschen. Das ist, glaube ich, nämlich das Geschenk, was uns der Herr vorhin gemacht hat. Das habe ich ganz vergessen. Das war ja auch noch. Könnten wir eigentlich, sollen wir da noch im großen Stil austauschen, ist die Frage. Zumindest das eine oder andere. So die wirklich stark befahrenen Linien könnte man da ein bisschen verbessern. Ach, kann man die echt verkaufen, würde ich sagen.
Weil erstmal sind die Busse ein bisschen schneller. Eben schneller, höhere Kapazität und bessere Zuverlässigkeit. Ist einfach rundum ein gutes Paket. Kann man sogar eventuell mit weniger fahren da dann. Ah, da ist jetzt ordentlich Stau. So, auf der 5er. Ja, auch so eine Sache. Ich glaube, da wo auch nur ein Bus fährt, da lohnt sich's auch. Eventuell, naja, wenn er nicht voll ist, lohnt sich's nicht. Oh, da, Linie 13. Die bekommt zwei solche und den verkaufe ich. Geht jetzt zwar ein bisschen entgegen dem, ich sollte jetzt möglichst schnell auf die 15.000 kommen. Wenn ich da dauernd neue Busse nachkaufe, weil billig sind sie nicht gerade. Also um das nochmal zu zeigen, die kosten fast das Doppelte, also nicht weit entfernt. Braucht also auch eine Zeit, bis sich das wirklich lohnt. Ja, jetzt muss ich echt überlegen, wie wir das machen. Gute Frage. So, ein bisschen Preisanpassungen wieder mal. Ja, wir machen einen guten Tausender gerade im Monat, weil da gehen jetzt gerade fast 1000 ab für Käufe. Also wird sich's, glaube ich, dieses Jahr noch ausgehen. Aufnahme geht noch ein paar Minuten. Ja. Plus 1000, ja, ist echt gut. Wie lange läuft eigentlich noch der Kredit? Noch 19 Monate, ja. Ja, 19 Monate. Ah, schau, das habe ich jetzt auch wieder abgebaut auf der Linie 13. Dann kann ich den mal wieder einkassieren, oder? Braucht es da beide? Ja, braucht es fast beide. So. Mal check bei der U-Bahn. Das passt hoffentlich alles noch. Ja. So, wer ist da? Die Linie 8. Kommt, glaube ich, einen dazu von denen zumindest einmal. Ja, und was ich jetzt gar nicht weiß, ehrlich gesagt, ist, die Mission geht ja nur bis, hatte ich geheißen, glaube ich, bis 27 oder so. Also muss man das vielleicht sogar bis Ende 27 fertig bekommen. Bin ich jetzt gerade gar nicht sicher. Ich hoffe mal, wenn, dann geht das nicht für das Hotel, weil das schaffe ich nicht mehr. Mal schauen. Ja, überziehe ich diesmal wieder ein bisschen, so viel zum Thema, 25 Minuten. Aber ich möchte jetzt einfach schauen, ob sich das noch ausging. Ich möchte es nicht riskieren, dass irgendwie dann plötzlich Ende 1927 das Spiel vorbei ist und ich habe verloren oder so. Das wäre ganz wild. Ich habe nämlich, wo ich offscreen gespielt habe, habe ich dann irgendwann, eben wo ich an diesem Punkt war, wo ich gewusst habe, okay, jetzt läuft's. Habe ich dann den Kredit aufgenommen, um einfach die Mission zu beenden. Weil es läuft ja wirklich gut. Ich meine, 1200 plus im Monat ist viel. Aber es geht sich halt nicht mehr aus auf die 15.000. Gut, darum mache ich es so rein vorsichtshalber. Würde ich sagen, einen neuen Kredit. Schauen wir mal, braucht es denn eben 5000? Das genügt. Kurz für 2 Jahre. Passt, nehme ich auf und plopp, 15.000 erreicht. Zielvorgabe erfüllt und ich glaube, so wie es ausschaut, das Spiel beendet, oder? Ja, Szenario absolviert. Super. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, es passt auch, wie ich spiele. Wie gesagt, hab's ja vor als Tutorial Walkthrough, weil ich von vielen auch gehört habe, ihnen ist das Spiel zu schwer und
ja, hofft, euch hilft das ein bisschen, ja, ein bisschen bei Cities in Motion reinzufinden und vielleicht kauft ihr es sogar, wenn ihr es noch nicht habt. Vielleicht habt ihr es ja schon und spielt es jetzt endlich. Es ist wirklich ein nettes Spiel, nett anzuschauen und wenn man es mal heraus hat, auch nicht so schwer. Okay, dann ja, war es das mit der Mission. Die nächste ist dann in Amsterdam in den späten 50er Jahren. Die werde ich jetzt mal Probe spielen und schauen, dass ich reinkomme und dann, ja, eventuell bis die Folgen, die ihr jetzt seht, fertig online gestellt sind, habe ich das schon gespielt und aufgenommen. Sonst gibt es eine kurze Pause. Ja, okay, dann bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, alles Gute. Tschüss, ciao und viel Dank.